Schwindgassen im Bauabschnitt 16. Hier liegt sie vor uns, die Bahnsteighalle des neuen Stuttgarter Durchgangsbahnhofs. Noch können wir aus der Vogelperspektive bis auf die Bahnsteigebene schauen. Aber dieser spektakuläre Blick auf die Baustelle wird immer weniger möglich sein, denn das Dach schließt sich. 12 Kelchstützen der einzigartigen Schalenkonstruktion sind betoniert. Weitere 6 Kelchfüße, die unteren Teile der Stützen, stehen bereits. Hier sehen wir die 12. von 28 Kelchstützen. Sie wurde am 18. November betoniert. Der Beton härtet gerade in der Schalung aus. In diesem Bauabschnitt werden aktuell die Lücken zwischen den Kelchstützen geschlossen, die im Rohbau fertig sind. Der Werkstoff Beton zieht sich mit zunehmender Festigkeit zusammen. Bauingenieure nennen diesen Vorgang Schwinden. Schwinden erzeugt in einem Betonbauteil Spannungen, was Risse hervorrufen kann. Deshalb wird jede Kelchstütze einzeln für sich betoniert und die Zwischenräume bleiben zunächst frei. Auch diese als Schwindgassen bezeichneten Lücken im Dach werden etappenweise betoniert. So lassen sich Risse vermeiden. Ist eine Doppelreihe Kelchstützen fertig gebaut, werden die Schwindgassen geschalt. In die Schalung wird dann die dichte Bewehrung eingebaut. Anschließend fließt der Beton. Unverkennbar verwenden die Baukolonnen für diesen Rest des Bahnhofsdachs den gleichen hochwertigen Beton, aus dem auch die Kelchstützen gebaut sind. Wir tauchen ab auf die Bahnsteigebene. Auffallend sind die großen weißen Hilfsstützen. Sie halten die Kelche an ihren Rändern so lange, bis sie miteinander verbunden sind. Auf diesem Wald aus Gerüsten liegt die Schalung für die Schwindgassen auf. Sobald die Schwindgassen fertig betoniert sind, bilden 4 Kelchstützen mit den beiden Trogwänden am Rand der Bahnsteighalle eine statische Einheit. Die Hilfsstützen braucht es dann nicht mehr. Es offenbart sich zum ersten Mal das beeindruckende Raumerlebnis, das die organisch geschwungene Dachkonstruktion erzeugt.